Seien Sie herzlich gegrüßt zu Weilburg TV. Weilburg TV kommt Ihnen immer ganz nah ins Haus mit den neuesten Informationen aus der Stadt, aus der Region Oberlahn. Und wir werden natürlich heute auch wieder einen Studiogast haben. So viel möchte ich vorwegnehmen. Er trägt Uniform und hat es manchmal brandeilig. Mehr sei nicht verraten. Uns beschäftigt natürlich das größte Volksfest, das am Wochenende wieder einmal für ordentlich Stimmung gesorgt hat in der Stadt, nämlich der Residenzmarkt. Und da lassen wir uns natürlich die folgenden Impressionen nicht nehmen. Fürstliches Wetter herrschte am Wochenende beim traditionellen Residenzmarkt in der Altstadt. Neu war in diesem Jahr, dass fast alle Marktbeschicke in historischen Kostümen hinter ihren Ständen standen. War am Samstag noch wenig los, so strömten am Sonntag tausende Besucher in die Innenstadt, bummelten durch die Straßen, kauften und ließen es sich gut gehen. Vor 350 Jahren, am 13. Juni 1664, wurde Graf Johann Ernst von Nassau-Weilburg geboren, der gemeinsam mit seinem Baumeister Julius Ludwig Rottweil und vielen fleißigen Menschen unser Weilburg damals zu einer modernen barocken Residenzstadt gestaltete. Liebe Weilburgerinnen und Weilburger, liebe Kinder, meine sehr geehrten Damen und Herren, leben wir heute unsere Stadt, damit wir auch morgen hier weiter gut leben können. Es lebe Weilburg, es lebe der 25. internationale Weilburger Residenzmarkt, dem noch viele weitere zur Freude der Menschen folgen mögen. Der Markt ist hiermit offiziell eröffnet. Vielen Dank, eine gute Zeit. Es war der Sänger Blondell, ja, er war der Sänger Blondell. Oh. Nee, Sie haben das Ding doch nicht an, ne? La, 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 la. Geschichte von König Richard. La 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 la. Dronova, die Drogerie mit Herz, ist ab sofort im Herzen der Altstadt für Sie da. Mit über 8000 Artikeln bietet Dronova ein komplettes Drogeriesortiment an. Die Initiative Wir lieben und leben Weilburg war zum ersten Mal mit einem eigenen Stand beim Residenzmarkt vertreten. Hier gab es Luftballons und ein Gewinnspiel für Kinder. Am Ende des Residenzmarktes hatten fast 100 Kinder Kärtchen ausgefüllt. Wie ist denn die Resonanz, Renate? Super. Ganz viele Kinder, die kommen und am Gewinnspiel teilnehmen. Ganz viele Eltern, die auch fragen, was ist denn das für eine Initiative? Auch einige, die sich den Aufkleber und die Informationen mitgenommen haben. Also wir sind sehr zufrieden. Soll das im nächsten Jahr auch wieder stattfinden? Das müssen wir mit der Gruppe besprechen. Ob das die gleiche Idee ist oder vielleicht eine andere, wird sich bei unseren monatlichen Treffs immer am 15. eines Monats treffen wir uns im Ententeich, Café Ententeich in der Marktstraße um 19.30 Uhr. Da ist herzlich jeder eingeladen, der Ideen hat, um Weilburg lieben und leben zu können. Die glücklichen Gewinner konnten im Café Ententeich ihre Preise abholen. Der erste Preis ist ein Besuch im Studio von Weilburg TV. Hier kann bei der Produktion der Sendung zugeschaut vielen werden. Vielen Dank an Wir lieben und leben Weilburg, an Löwentreff, an Café Ententeich, an Judika. Vielen Dank an Koppi und Blind und vielen Dank an Weilburg TV. Ich hoffe, ich habe es alle erwähnt. Weilburg TV wird unterstützt von Ihrem Einrichtungspartner vor Ort, Wohnkauf Zeller. Die löwenstarke Weilburger Kinderhymne wurde beim Residenzmarkt zum ersten Mal von Gertrud und Dirk Schmalenbach und einem gemischten Kinderchor auf dem Marktplatz präsentiert. Dies ist gleichzeitig der Startschuss für das Kinderprojekt Löwenstark, das im vergangenen Jahr mit dem Gewinn des Konrad-Preises seinen Anfang genommen hat.
Im Untergeschoss der alten Rentkammer wurde inzwischen der Löwentreff eingerichtet, in dem ab sofort weitere Projekte für Kinder stattfinden werden. Weilburg TV wird unterstützt vom Hotel Lahnschleife. Starten Sie gut in den Tag mit dem internationalen Frühstück vom reichhaltigen Buffet in unserem Haus. Landunter hieß es bei der Großübung der Feuerwehr. Zum ersten Mal wurde der Ernstfall zusammen mit dem THW, dem Roten Kreuz, der DLRG und den Reservisten der Bundeswehr geprobt. Das Szenario: Auf dem Dach des völlig überschwemmten Bootshauses mussten verletzte und von den Wassermassen eingeschlossene Kinder gerettet werden. Sie wurden natürlich gerettet und in einem Zelt im Ahäuser Weg notärztlich versorgt. Am Bootshaus, da sind Kinder oder Jugendliche auf dem Dach, die sind am Hilfe schreien. Die sind eingeschlossen vom Hochwasser. Wir müssten da mal was tun, glaube ich. Also es sind Haufen Jugendliche. Ich denke, 10 reichen nicht, die hier auf dem Dach. Ja, ja, genau. Also es, wie gesagt, ihr müsst denen mal helfen. Die kommen jetzt nicht mehr weiter. Danke. Tschüss. So. Was ist hier passiert? Also Übungsszenario hier ist also Hochwasserlage von 1984. Wenn Sie rückseitig das Haus sehen, das Bootshaus, hat das Wasser bis zu den Oberlichtern gestanden. Und das haben wir jetzt wieder mal angenommen. Gestern Abend war eine Feier von Jugendlichen. Die haben hier geschlafen und sind dann morgen gleich vom Hochwasser überrascht worden und sind jetzt eingeschlossen. Jetzt werden die also vom DLRG mit Feuerwehrbooten, werden die jetzt erstmal hier gerettet. Und dementsprechend auch ärztlich versorgt. Wie viele Abteilungen sind hier im Einsatz? Na gut, jetzt müssen wir erstmal einen Löschzug alarmieren und das DLRG und das DRK. Und die werden dann also quasi mit Booten, man muss es halt vorstellen, was wird die dann hier stehen, wo wir jetzt stehen, werden die dann mit dem Booten abgeholt und werden dann ärztlich versorgt, zum Behandlungsplatz gebracht. Und 3 Stück, die haben also ein bisschen schwer verletzt, die müssen im Krankenwagen zum Behandlungsplatz und dann ins Krankenhaus gefahren werden. So ist jetzt erstmal geplant. Zwischen 12 werden gerettet und kommen dann ins Boot und werden zum Verbandsplatz gebracht. Also ich würde vorschlagen, du machst die Geschichte mit dem Boot, ihr mit Waldhaus und Gaudernbach, kümmert euch um die Patientenrettung und im Einsatz fertig. Und danach kommt er ins Krankenhaus? Danach kommt er ins Krankenhaus, ja, selbstverständlich. Ja. Muss ja dann dementsprechend, ist kein offener Bruch, sondern ist nur ein Bruch. Also deswegen, akute Gefahr besteht also nicht. Ja, also das ist, oh ja. Er macht schon ganz gut hier. Er macht's gut hier. Ja. Was fehlt ihm? Er hat eine Halswirbelsäulenverletzung, das heißt Verdacht, dass sein Rücken irgendwas hat oder die Halswirbelsäule, deswegen muss er so gelagert werden, dass jetzt die Halswirbelsäule nicht zurück kann. Das heißt, falls er eine Verletzung hat, dass die Nerven nicht verletzt werden können. Und er wird es auch sofort ins Krankenhaus gebracht? Er wird jetzt sofort ins Krankenhaus gebracht, sobald der Transport vorbereitet ist. Nach welcher Priorität werden die Kinder gerettet oder rausgeholt? Also vorzugsweise gibt es 3 Kategorien. Das ist der rote, die gelbe und die grüne. Und jeder Kollege ist quasi rot, das heißt schwer verletzt und vital bedroht. Die vitale
Bedrohung, die machen wir hier an der Bewusstlosigkeit fest. Und das ist die höchste Priorität quasi, weil er kann schnell reanimationspflichtig werden und müsste jetzt dringend quasi ins Krankenhaus. Da frage ich auch in den OP. Ja, und an dieser Stelle wollten wir eigentlich mit dem Brandinspektor sprechen, ob die Übung so war, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat uns leider kurzfristig absagen müssen. Das ist sehr schade, aber für diejenigen, die es auch gerne etwas unterhaltsamer haben möchten, vielleicht gar nicht so schlecht. Wir greifen nämlich jetzt einfach ins Regal und präsentieren Ihnen eine musikalische Aufzeichnung und einen bezaubernden Studiogast. Wir haben einen reizenden musikalischen Gast, eine Popkünstlerin der besonderen Güte, nicht nur bekannt bei uns, sie kommt aus Hirschhausen, sondern auch ganz weit draußen mit Titeln, die sehr viel Beachtung fanden. Jeannie. Ja, und wenn ich jetzt Jeannie zum ersten Mal live und in Farbe sehe, weiß ich, wie es zu diesem schönen Beinamen bezaubernde Jeannie kommt. Herzlich willkommen. Danke, herzlich willkommen. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Ja, das ist schon lange her, dass es den Hessischen Songpreis gab. Das war 2004, kann das sein? Genau, das sind jetzt genau 10 Jahre her. Das war so der erste große Höhepunkt in der Karriere. Wie fühlt man sich denn da? Also man hat natürlich überhaupt nicht damit gerechnet. Das war damals eine Riesenüberraschung für mich. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich kann es bis heute immer noch nicht glauben, dass ich damals diesen Preis gewonnen habe. Ja, eine lange Zeit, ne? Das war der Titel If I Could, glaube ich, ne? Genau, If I Could. Ach, ich würde wahrscheinlich. Wir hören einfach mal rein, ja? Okay? Bezaubernde Jeannie. So viele Jahre ist es her, trotzdem noch in guter Erinnerung. Und wie ging es dann weiter? Es folgten viele Auftritte. Welche sind dir denn so in Erinnerung geblieben? Was war besonders aufregend? Also besonders aufregend war der Hessentag in Walburg. Dort war ich ja direkt mehrmals vertreten. Ich glaube, an insgesamt 4 Stellen waren wir. Und ganz besonders kann ich mich noch an das Polizeibistro erinnern. Dort hatten wir ganz besonders viel Spaß mit den Polizisten. Über diese Veranstaltung ist noch lange gesprochen worden und deshalb zeigen wir jetzt auch noch mal einen kleinen Ausschnitt. Say you please me, say you do.
hätte ja damals keiner gedacht, dass die Polizei derart aus sich rausgehen könnte. War eine tolle Veranstaltung, ne? Definitiv. Wie ist das denn so, wenn man aus der Region kommt, also aus Hirschhausen, Weilburg quasi, und plötzlich sehen einen irgendwelche Schulfreundinnen, irgendwelche Onkel und Tanten. Wie reagieren die dann, wenn man da plötzlich als Star auf der Bühne steht? Ja, die waren natürlich alle überrascht, wahrscheinlich genauso überrascht wie ich, dass das damals alles so schnell ging. Aber im Prinzip wurde das sehr positiv aufgenommen. Jetzt fehlte so der ganz große Erfolg. Es wollte nicht so ganz groß rausgehen und du hast auch entsprechend reagiert und hast studiert. Was hast du gemacht? Genau, ich habe Lehramt studiert, Grundschullehramt und musste mich damals eben entscheiden, ne? Also ich denke, wenn man großen Erfolg haben möchte, dann muss man alles auf eine Karte setzen und dementsprechend dann auch sich nur für das eine oder das andere entscheiden. Und da mir das zu gefährlich war, habe ich dann beschlossen, doch was Handfestes zu machen und habe nochmal Lehramt studiert. Aber trotzdem hat die Musik im Prinzip auch heute noch einen Stellenwert für mich in meinem Leben. Jetzt mache ich heute selber keine Musik mehr, aber täglich mit meinen Schülern. Also hast du auch Musik studiert? Nein, ich habe es nicht studiert als Fach, aber ich habe noch so eine Zusatzausbildung gemacht und bin es im Moment auch am Unterrichten. Kennen die Schüler das denn noch, dass du früher mal wirklich ganz groß auf der Bühne gestanden hast, oder ist das nur wenigen bekannt? Nein, das ist mein Geheimnis. Das ist meinen Schülern gar nicht bekannt. Nein. Jeannie, das war bis jetzt dein Geheimnis. Durch Weilburg TV ist es jetzt bekannt geworden. Na, das wird ein Fest bei der nächsten Schulstunde. Du könntest ja trotzdem noch sagen, ich versuch's jetzt nochmal. Na, du bist zwar kein Twen mehr, aber fast noch, ja. Du könntest ja eigentlich nochmal durchstarten und sagen, ach, ich stelle mich mal dem Wettbewerb. Da gibt's auch Dieter Bohlen und diese ganzen Contests. Würde dich das nicht reizen, da mal mitzumachen? Nein, das hat mich irgendwie nie gereizt. Also prinzipiell finde ich das eine gute Sache. Man muss natürlich immer unterscheiden, zu welcher Castingshow geht man. Da gibt's ja auch ganz unterschiedliche. Aber für mich persönlich war das nichts. Also ich muss sagen, ich habe manchmal auch Mitgefühl mit den Teilnehmern. Einerseits natürlich ganz hervorragende Leistungen, muss man auch anerkennen. Aber es gibt auch einige, die werden regelrecht verheizt. Und ich bin sicher, da werden auch einige Psychologen dann mal nötig sein, um das wieder zu richten. Wenn man plötzlich so groß im Fernsehen war, Gott weiß wo, durch die Lande kommt und rumgezeigt wird und plötzlich ist da nichts mehr. War das so ein bisschen die Angst, dass es dir so gehen könnte? Nein, davor hatte ich eigentlich keine Angst. Es war mehr so, dass der Erfolg dann wirklich komplett ausbleibt und man dann da steht und nichts hat. Wenn du jetzt zurückblickst, das war wahrscheinlich bislang die schönste Zeit in deinem Leben, oder? Das war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, das stimmt. Wir sind viel rumgekommen, haben viel erlebt, viele neue Leute kennengelernt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja. Und jetzt die Arbeit mit den Schülern, macht die Spaß oder ist es stressig? Beides. Also es ist ja wohl auch stressig, aber die positiven Ereignisse, die überwiegen und ich liebe diesen Beruf und möchte ehrlich gesagt auch gar nichts anderes machen. Sehr dankbare Tätigkeit. Gibt's nichtsdestotrotz vielleicht doch mal die Gelegenheit, dich irgendwo mal wieder auf einer Bühne zu sehen? Das ist im Moment nicht geplant, aber ich sage niemals nie. Das ist ein schöner Spruch zum Abschied. Ich wünsche dir viel Spaß, natürlich als Lehrerin, dass du dich wirklich wohlfühlst. Und ich wünsche uns allen, dass du doch mal wieder auf die Bühne kommst. Die Weilburg TV Nachrichten werden unterstützt vom Weilburger Altstadtladen, dem Laden von Bürgern für Bürger. Zusammen mit 150 geladenen Gästen feierte der Tanzclub Blau-Orange seinen traditionellen Herbstball. Ein kurzweiliges Programm sorgte bei Gästen und Verein für zufriedene Gesichter. Zur Musik der Cello-Liveband aus Wiesbaden tanzen die Gäste bis in den Morgen hinein. Applaus.
ungewöhnliche chinesische Klänge gab es bei der Pekingoper im Alten Rathaus. Long Pai Lü spielte einen kranken Mann, der vom Heimweh krank wurde. Geheilt wurde er von Dr. Musik, verkörpert von Dong Yaping, einem Profi-Peking-Operngeiger. Der Germanist Dr. Lü war ehemals Professor an der Uni Sichuan, außerdem Sprecher und Übersetzer für das chinesische Programm der Deutschen Welle. War Heimweh auch für Sie ein Thema, als Sie nach Deutschland gekommen sind? Ja, lange Zeit schon. Aber jetzt endlich, ich fühle mich erleuchtet. Jetzt weiß ich, was die Heimat für mich bedeutet. Heimat, die seelische Ruhestätte, ist nur der Ort, wo das Herz Ruhe hat. Und ich habe diese Heimat in Deutschland schon gefunden, dass ich in Drossbach vor der Höhe. Da habe ich alles. Ich habe Deutschland sehr viel zu verdanken. Ich denke, in Deutschland ist es für mich möglich, meinen eigenen Charakter zu prägen. Und deshalb bin ich Deutschland sehr dankbar. Das ist das Wichtigste. Ich kann in Deutschland so leben, was es meinem Herzen gefällt. Das wäre in China nicht möglich? Nein. Mehr möchte ich nicht sagen. Vielen Dank, Herr Dr. Lü. Das war, denke ich, deutlich genug. Und wir sind schon wieder fast am Ende der Sendung. Schön, dass Sie wieder dabei waren, dass Sie so viel Interesse haben für alles, was hier und in der Region geschieht. Nun müssen wir aber ganz ehrlich feststellen, dass selbst in Weilburg, wo doch so viel passiert, es allmählich Richtung Winter etwas ruhiger wird. Ist ja auch ganz schön so, es kann ja nicht das ganze Jahr so weitergehen. Und wir werden uns darauf einstellen. Also, wir möchten Sie auch nicht langweilen, deshalb verzeihen Sie uns bitte, wenn wir uns ab sofort nur noch alle 2 Wochen melden im Winterhalbjahr. Allerdings natürlich, wenn etwas Wichtiges passiert, stehen wir für Sie bereit. So viel sei versprochen. Dann bedanke ich mich sehr für Ihr Interesse. Hoffe, dass Sie bald wieder dabei sind. Sie wissen ja, leben Sie wohl und klicken Sie mal wieder rein.